Wir kommen zum dritten Kandidaten. Das ist Matthias Zehe mit der Nummer 576. Ahoi, mein Name ist Matthias Zehe, ich bin Diplomhandelslehrer, 57 Jahre alt und selbstständig. Im Jahre 2012/13 war ich Kassenprüfer des Bundes und habe mich intensiv mit den Finanzen und den sich daraus ergebenden Strukturen auseinandergesetzt. Die in den Medien kolportierte Mitteilung, die Piratenpartei sei pleite, war und ist falsch und hat zum Aufbau falscher Strukturen geführt. Die Finanzmittel sind nicht dorthin geflossen, wo sie benötigt wurden. Die schwachen Ergebnisse der Landtagswahlen Niedersachsen und Bayern, als auch das Bundestagswahlergebnis, waren auch die logische Folge von finanziellen Fehlplanungen. Das Geld lagerte und lagerte auf Festgeldkonten, anstatt es in politische Arbeit zu investieren. Das Jahr 2012, in dem wir angeblich pleite gehen sollten, also im Jahr vor der Bundestagswahl und den Wahlen in Niedersachsen und Bayern, wurde ein Überschuss von über 800.000 Euro erzielt, bei ca. 800.000 Euro sonstigen Einnahmen aus der Parteienfinanzierung. Kein Problem der groben Fehleinschätzung ist erstens die interne Verteilung der Finanzmittel, die dazu führt, dass das Geld immer da ist, wo es gerade nicht benötigt wird, während andere Gliederungen leiden. Das führt zu Verschwendung bei denen, die gerade im Überfluss leben, und Absterben von Strukturen bei denen, die gerade Geld benötigen. Die Abschaffung des Finanzrates auf dem letzten Bundesparteitag war daher völlig kontraproduktiv und verschärft die Situation. Der zweite wichtige Grund für die Fehleinschätzung von Finanzmitteln liegt in einer 18 Monate rückständigen Buchführung und die damit verbundenen mangelnde Transparenz. Wo bitte ist der Bestand der Finanzmittel am 31.12.2013 ausgewiesen? Wie viele flüssige Mittel haben wir zurzeit? Wir haben Sage und könnten aktuelle Zahlen liefern. Die Buchhaltung des Bundes ist aktuell. Notwendig ist aber, dass auch alle anderen Gliederungen die Erlaubnis bekommen und befähigt werden, aktuelle Zahlen in Sage einzubuchen. Wie sollen bitte Vorstände irgendetwas planen, wenn sie im Dunkeln herumstochern? Dieses ist keine alleinige Aufgabe des Schatzmeisters, sondern eine Aufgabe des gesamten Bundesvorstandes und insbesondere des Vorsitzenden. Die Piratenpartei ist schuldenfrei, hat ihre Wahlkämpfe bezahlt und erhält in den nächsten Jahren nicht unerhebliche Mittel aus Parteienfinanzierung. Eine Partei braucht nicht nur Geld, sondern sie benötigt auch Mitglieder, die mitgestalten wollen. Nur Twitter-Politik funktioniert nicht. Aus diesem Grund ist es mein Vorschlag, die Mitglieder wieder stärker in die thematische Arbeit einzubinden. Thematische Arbeit verbindet, das habe ich bei dem Treffen der Wirtschaftspiraten, der Sozialpiraten oder vor 14 Tagen beim Arbeitskreis Wahlen in Frankfurt gesehen. Es mag völlig unterschiedliche Ansichten geben, aber thematische Real-Life-Treffen verbinden und sie fördern die Gemeinschaft. Persönlich möchte ich da regionale und bundesweite themenspezifische Treffen und Parteitage fördern. Damit es funktioniert, müssen diese Arbeitskreise aber ernst genommen werden und wirklich mitgestalten können. Zurück zur Basis, zusammenarbeiten, Erfolge feiern. Vielen Dank. Dankeschön für deine Vorstellung, Matthias. Gibt es Fragen an den... Nee, ich frage euch wieder erst, ob ihr den Kandidaten befragen wollt. Für Ja das grüne Kartenzeichen, für Nein das orange Kartenzeichen. Das ist eine deutliche Mehrheit, die sich gegen eine Befragung des Kandidaten ausspricht. Matthias Zehe, vielen Dank für deine Vorstellung. Dann haben wir den nächsten Kandidaten, das ist Ticket Nummer 577, Stefan Körner.